einfach überall. Zum Glück sind sie noch nicht bis hierher gekommen. Ich glaube, sie konnten die Schule nicht finden. Ja, weil der so grenzgenial versteckt ist. Riesig mitten in der Wüste mit einem abartigen Tor. So, das hat relativ viel Leben gegeben, gell? 21, hä? Hey, huhuhuhu. Kann er das abusen? Warte mal, was ist, wenn ich jetzt da reingehe und wieder rausgehe? Ja. So, was ich mich frage, wo kriegen wir den Blitzzauber? Irgendwie ist das jetzt nicht wirklich verraten worden, oder? Ja, da könnte man jetzt... Okay, passt. Wir haben eigentlich wieder nahezu maximal Leben. Also da kann man jetzt irgendwie eine relativ gute Lebenauffrischungsstation. Moment, da machen wir es jetzt aber überhaupt. Da heilen wir uns jetzt komplett. Gehen wir noch einmal raus, rein und dann das zweite 21er, jetzt heben wir dann mit der Triton-Muschel auf. Und währenddessen darf man schon nochmal rätseln, wo wir den Blitzzauber herkriegen. Ihr habt null Ahnung. Aha, jetzt kriege ich Mana. Das ist natürlich auch doof, wenn das immer abwechselt da. Also haben wir dadurch auch wieder Maximum Mana, ist ja auch nicht schlecht. Einmal macht man es nur, dann war's das. Weil das irgendwie, wo es den Blitzzauber gibt, das hat uns jetzt nicht verraten. Ich glaube, ich hebe das jetzt schon mit der Triton-Muschel auf. Bups, dadurch müsste ich wieder... Ja, okay, nicht komplett voll sein, aber... Aber nahezu voll, das passt schon. Okay, dann speichern. Sehr fein, wir schauen gut aus. Wir haben Maximum Leben nahezu, maximal Mana, die Triton-Muschel ist voll. Wir wissen, dass wir zur Zitadelleninsel zurück müssen, aber wir wissen nicht, wo es den Blitzzauber gibt. Hat er vielleicht einen Tipp, wo es den gibt? Guten Tag. Ich hab genug von diesem Sch... Na, er jammert wieder auch genau dasselbe von sich runter. Vielleicht der wandernde Magier da draußen irgendwo. Mach die Blasrohrprüfung nochmal. Ah, mit dem Wettermagier reden. Okay. Lebt er nur? Ihr habt gedacht, alle Magier auf dem Planeten sind entführt worden und sind da eben auf dem... auf Zelig, glaube ich, hat der außerirdische Planet geheißen. Okay, das kann dann sein. Nachher bei der Zitadellen ist natürlich zum Wettermagier zurück. Das kann natürlich auch sein. Und da soll man jetzt noch einmal die Blasrohrprüfung machen. Okay. Okay, ein bisschen anders zielen. Links unten ist ein Sanduhr, war der letztes Mal auch schon da? Bin mir gar nicht sicher. Okay. Gibt es jetzt ein besseres Blasrohr? Ah, da gibt's ein Kleeblatt und Kleeblatt füllt, glaube ich, maximal auf, oder? Bis auf die Triton-Muschel, das füllt es nicht maximal auf. Stimmt, das haben wir aber, glaube ich, schon einmal entdeckt, gell? Das haben wir ja wieder vergessen gehabt, weil schon wieder ein grober Monat her ist, wo wir da an dieser Stelle waren. Ah, danke aber für den Tipp. Das ist also eigentlich irgendwie die beste Aufladestation, würde ich mal sagen. So, dann speichern wir da jetzt noch einmal ab. Dann wieder zurück zum Dinofly. Hätte ich mal gesagt, zurück zur Zitadelleninsel, da mit dem Wettermagier reden, dann zur Kanalisation. Dann haben wir, was ist hier, irgendeinen geilen Zauber, der was die ganzen Dinge da vernichtet, ist einfach göttlich. Oh, da ist wieder das Minenfeld. Wie kann ich da sicher durchgehen, wenn ich entlang den normalen Weg gehe? Ja. Hat jetzt relativ gut ausgeschaut. So, da ist die Mülltonne, an der irgendwie vorbei. Ja, dann jetzt da. Oh Gott, an Sparky vorbei. Was man da für abartige Wege rennen muss. Da ist wieder er oben. Ist da bitte hinter der Ecke gerade niemand? Oh doch, da ist er. Jawohl, wir sind durch. Es ist geil. Aber nicht geschafft. Und, lieber Dinofly. Nur eine Frage, bringt es was, wenn ich zur Hacienda rübergehe, da bei der Höhle? Moment, das schauen wir uns jetzt an. Würde mich jetzt gerade interessieren. Und zwar, also auf das Eiland gegenüber der Hacienda. Auf das Eiland gegenüber der Hacienda, genau. Da würde mich jetzt interessieren, wenn ich mit dem Jetpack da reinfliege. Bringt mir das was oder bin ich da zu früh und das bringt eigentlich gar nichts? Aha, Water ist da, aber der Chat gibt bei ihm nicht. Ja, es ist, ich kann leider Gottes IRC, könnte ich nicht, aber ich parallel beim zweiten Bildschirm auch da, aber dann wird es ein bisschen klein, weil ich brauche einerseits die Stream-Vorschau, damit ich sehe, ob irgendwie verworfene Frames vorkommen und die gerade irgendwie gewaltig droppen, dann muss ich den Stream unterbrechen. Und den Hitbox-Chat habe ich natürlich parallel auch noch offen.
Und irgendwann ist der Monitor dann doch auch ziemlich eingeschränkt. Von da ist IRC da eigentlich momentan immer geschlossen. Tut mir leid. Okay, dann. So, da will ich jetzt eigentlich rein. Geht das? Und wenn ja, bringt es was? Fliegt, Winston! Er schaut so dermaßen lächerlich aus. Und wir sind drin und es bringt uns. Wow, den Tod. Abartige Feuerbälle, wenn mir die Fliegen. Oh Gott, wenn mir irgendwas trifft, stürzt mir sicherlich ins Wasser. Oh Gott, das war echt so. Ist das grenzgenial. Bringst du es wieder durch zu quälen? Hat es irgendeinen tollen Super-Effekt? Ich meine, wir haben eh abgespeichert, im Prinzip ist egal. Oder bringt es gar nichts, da reinzufahren? Sollte da später hin, vielleicht, keine Ahnung, kriegen wir noch ein Boot oder irgendwas? Wo ich dann da nicht da abstürze? Halten wir uns da mal entlang der Klippen da auf, würde ich mal sagen. Boah, die Fledermaus. Oh Gott! Fick die Fledermaus! Okay, einmal probieren wir es noch. Wir haben halt gespeichert. Das ist komplett egal, wie viele Leben wir da verlieren. Theoretisch haben wir unendlich Versuche. Denn wir haben abgespeichert. Das kann eigentlich nichts passieren. So, mir kommt aber vor, dass der Weg jetzt da unten nicht ganz der ideale war. Der ideale Weg, hätte ich gesagt. Oh Gott! Ist da unten entlang und das ist ein Skelett. Geil. Das kenne ich auch noch vom Teil 1 beim Bühtempel hat es relativ viele Skelette gegeben. So, dann sind wir jetzt da oben. Und bringt uns das überhaupt irgendwas? Muss ich da schon her? Ha, ist ein optionaler Dungeon. Den wollen wir natürlich gerne lösen. Kann ich da rüberfliegen über die Stacheln? Na. Kann ich reinspringen? Ja, das kann ich. Okay. Wow. Wow. Kommen wir jetzt schon daher? Wie schaut das aus? Im aggressiven Modus hat man die, glaube ich, leicht eliminiert, oder? Oder nicht? Oh Gott, der überlebt viel zu viel. Er überlebt viel zu viel. Ich sollte Spuckrohr, glaube ich, benutzen. Oh Gott, was ist das wirklich? Und jetzt ihn da und wieder zurück zum anderen. Da, die rechte und die linke und er stirbt einfach nicht. Er stirbt echt nicht, was geht denn ab? Und ich triff's ja gar nicht mehr. Jawohl, Skelett Nummer 1 eliminiert und weiter geht's. Tyson, eine starke rechte und der Kinnhaken von unten. Und die gestreckte in die Rippen des Gegners, unfassbar. Okay, wie viel Leben haben wir noch? Keine Ahnung. Sehr fein. Oh ja, der haben gut geheilt. Ist es gut? Sind wir da jetzt richtig? Ist es sehr geil? Wir haben ja nun unseren zweiten Save. Dann benutzen wir mal den da wieder. Und schauen wir mal da jetzt ein bisschen uns um. Das schaut so aus. Muss ich die Kiste da vielleicht auf diese Ausgüsse da fließen? Schieben? Was rede ich nur? So? Bringt das irgendwas? Na. Kann ich auf die Kiste raufspringen? Ja, kann ich. Okay, dadurch müsst ihr dann darauf kommen. Ja, und dadurch einmal auf den Schalter. So, was bringt uns das? Das hebt da drüben eine Plattform an. Aha. Und vermutlich wollen wir, dass da drüben die Plattform angekriegt wird. Ja, vermutlich wollen wir das wirklich. So, dann was gibt's dann noch? Dann da gibt's eine Plattform. Da stellen wir uns jetzt so mal drauf. Da ist irgendwie... Rechts da bei der Vase ist da irgendwie der Sternenstaub stehen geblieben. So, da würde ich gern mit dem Ball da den Schalter betätigen. Weil es irgendwie vom Stehen aus da nicht machen kann. Mein Gott, jetzt komm schon. Komm schon! Fick die! Das gibt's doch gar nicht, hallo? Das geht aber echt nicht, das gibt's... Hä? Jawohl! Yes, yes! So, war das richtig? Jetzt nehme ich da... Moment einmal, lass überlegen. Vermutlich... Was? Muss ich da rauf? Muss ich die Kiste da jetzt runterschieben? Bin mir nicht ganz im Klaren darüber, wir speichern mal ab. Ich glaube aber ja, ich glaube jetzt da rauf. Oh... Aha, ich glaube, ich weiß, was wir tun müssen. Okay,
Wir müssen zuallererst einmal wieder nach unten. Und dann würde ich sagen, wie viel Schaden macht das? Okay, nahezu gar nichts. Scheiß auf das. Dann mit Hilfe dieser Kiste, wenn uns jetzt da der. Oh ja, ganz knapp, da der Lavafluss verbrennt uns da nicht. Die Kiste jetzt da rüber schieben, weil die braucht man auf Sprungplattform, dass wir zur zweiten Kiste da oben drauf kommen. Ja. Ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Und dann können wir da glaube ich da oben rüber fliegen. Wir könnten unten mit dem Proto-Pack da noch ein bisschen herumfliegen. Ich glaube, das bringt uns nicht allzu viel, würde ich jetzt mal behaupten. Weil da unten ist auf jeden Fall auch wieder so patrouillierende Fledermaus. Ich meine, da gibt es Pilze und alles, das ist vielleicht ganz nett. Aber ich glaube, allgemein müssen wir da, glaube ich, nicht weiter rüberfliegen. Hätte ich jetzt einfach einmal frei weg gesagt. So, jetzt ist wieder der Gag da mit dem Betätigen. Das ist echt scheiße da gemacht. Vorsichtiger Modus und Ball! Verdammt. Muss mehr ins Eck und noch ein bisschen zurück und jetzt und komplett daneben und jetzt und da komplett daneben. Jawohl, wunderbar. So, Schwierigkeit Nummer 1 erledigt. Jetzt die da hoffentlich schön darüber schieben. Yes! So, speichern. Dann da jetzt drauf. Oder Moment, wie machen wir es denn? Oh Gott, bloß nicht mitschieben, das Ding da, so. Auch nicht zu weit jetzt vorschieben, sonst wird es, glaube ich, oh Gott, sonst wird es, glaube ich, wieder zu schwierig, das dann da nur rauszuschieben. So, dann haben wir da hinten, keine Ahnung, für was wir aber dann jetzt die Plattform da hochgeschoben haben. Der Schalter hat meiner Meinung nach gar nichts gebracht. Hat meiner Meinung nach wirklich gar nichts gebracht. Was bringt der Schalter, hä? So, jetzt hat das da, ja, na. Wollen wir es übereinander lassen? Ich glaube, ja. Also so ist eigentlich ganz gut. Oh Gott. Oh Gott, komme ich da jetzt noch rauf? Ja, natürlich nicht. Jetzt fliegt eine Kiste runter. Hat die jetzt mal freiweg gesagt. Oh nein, ihr habt mir raufgebackt. Okay. Sehr schön und... Huhu! War das richtig? Wie geil. Keine Ahnung, wie ich es geschafft habe. Es hat irgendwie extrem gebackt. Wir speichern mal ab. Falls irgendwie falsch war. Und dann geht es da drüben weiter. Und zwar gibt es da... eben diese komischen Vasen, wo die Sterne irgendwie da... Mir ist gesagt worden, im vorsichtigen Modus... Nachher reagieren die Fallen da teilweise anders, ja? Die schießen dann anders, ja? Und dann wieder sportlich. Eben das... Aber mittlerweile auch schon verstanden, die Fallen. Also wenn man einmal deren System kapiert hat... Wenn man vorsichtig ist, also im vorsichtigen Modus, dann tun sie einem nichts. Oder nahezu nichts. Und wenn man nicht vorsichtig ist, dann sind sie eben extrem gefährlich. Und da unten hätte ich jetzt wirklich gesagt, da gibt es eigentlich gar nichts. Gehen wir also weiter. Und da gibt es wieder ein Skelett. Gut, das sind jetzt aber nicht allzu schwierig, ganz ehrlich gesagt. Den kann man wirklich, also den kann man einfach umhauen im aggressiven Modus. Da muss man weder mit dem Ball zielen noch irgendwas. Das ist eh sehr fein. So, dann da kommt das nächste. Ja, pff. Und die. Oh Gott! Ja, hallo, was ist jetzt los? Ich triff's nicht mehr. Jawohl. Aber sie machen eben, glaube ich, auch nicht allzu viel Schaden. Also, wir schauen jetzt dann einmal an, wenn ich es eliminiert habe. Jetzt hat es mir wie oft getroffen? 4-mal bisher. Und, ja, es ist nicht viel. Also, viel Schaden ist wirklich nicht. Gibt es in den Heilbäckchen da hinten irgendwas? Nö, da gibt's nichts. Dann, da jetzt, oh Gott, was ist denn das da? Ist das der Boss? Oh ja, das könnte theoretisch schon der Boss sein. Speichern wir mal. Kann ich den von da oben aus schon mit dem Blasrohr eliminieren? Nein, ich bin runtergeflogen. Oh Gott. Blasrohr, Flieg und Sieg. Oh Gott. Wie geil. Okay, ich habe mich selbst ausgegeben. Mike Show, sehr schön. Nö, wir wollen eigentlich das Blasrohr... Kann ich denn von da oben da niederballern? Na, das haben sie, glaube ich, eingebaut, dass sie nicht trifft, oder? Oh doch, wollen die treffen, wirklich? Wie geil ist denn das? Ja, dreimal getroffen. Jetzt trifft Emmy gar nicht, wenn ihn jetzt da dauernd trifft. Oh ja. Oh ja, was habe ich da für einen geilen Abuse entdeckt? Jetzt haben wir irgendwie runtergeschupft. Hä? Okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz gescheit. Das ist ja... So, wie weit kann er schießen? Eh nicht so weit. Jawohl, ich hab ihn zweimal getroffen.
sie ein bisschen vor und... Ja, 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 jawohl, wir haben jetzt im Dauerbeschädigungsmodus. Das komische, keine Ahnung, was es sein soll. Wunderbar! Und was haben wir denn da uns Feines ergattert? Du bist jetzt im Besitz eines Schutzzaubers. Yes. Okay, geil, wir haben den optionalen Schutzzauber auch erhalten. Und zwar, ich habe ihn selbst entdeckt, ich bin unfassbar stolz auf mich. Mir ist gesagt worden, nämlich, dass der optional ist. Und ich habe entdeckt, so, was bringt uns der? Achso, dass das selten beschissen klingt. Braucht der periodisch Mana? Oh ja, der braucht... Moment. Der braucht ja wirklich Mana, oder? Jetzt sind wir beim zweiten Klebler da unten. Ja, der braucht Mana. Okay, ausschalten. Keine Ahnung, wie ihn ausschalt. Kann ihn irgendwie ausschalten? Hallo? Okay, nur mal betätigen, dann ist er weg. Das hat jetzt ganz schön viel Mana gekostet. Und, was ich gerade nur sehe, wir haben einen riesengroßen Spaß vor uns. Und zwar müssen wir jetzt da mit dem Proto-Pack noch rauskommen aus dem scheiß Dungeon. Ist das behindert?